So, Magnolia. Willst du dich mal gegen diese Harima bewähren? Eine kleine Truppe von Harima bewachte den nahen Friedhof und die Gruft. Trete zur Seite, wir suchen die Eidgebundenen in dieser Krypta. Ihr seid mit diesen Monstern im Bunde? Sie haben viele unserer Verwandten umgebracht. Ihr hättet nicht versuchen sollen, sie an der Erfüllung ihrer Pflicht zu hindern. Harima, Angriff! Das kann ich auch. Angriff. Die Harima können nicht viel gegen die Legionen machen. Die Sassaniden auch nicht. Aber wenn wir jetzt mal gucken hier, ne? 100 Leben, das ist schon nicht schlecht. Wir können singen. Und wir können beide angreifen, und zwar ordentlich, und machen die jetzt erstmal. So, wenn ich hier hingehe und den angreife, dann ist das doch schon mal gut gelaufen. So. Wir könnten hier noch einen wegnehmen, theoretisch. Geben uns noch mal ein bisschen Verteidigung. Und singen. Ich singe ein Lied und erledigt. Was für ein Uppercut. Schön. Sehr, sehr schön. Nichts verloren. So mag ich das. So, Ressourcen hier und dann brauchen wir die Krypta. Ja. So. Können wir die einfach so nehmen? Die Goggles hier. Barianische Brille können wir offenbar. Gibt mir Erfahrungspunkte. Essenzsog, Arcana-Magie oder Kommandieren. Der Essenzsog kann auch mega heftig sein. So, Sichtradius plus 4. Das ist eine Menge. Das ist sogar ziemlich viel. Da oben sind sogar Drachen. Heilige Scheiße. Hier müssen wir echt aufpassen. Sogar Drachen. Und überall Rana, die das Land hier auch komplett überfluten. Aber kein Wunder, das ist ja auch ihr Bereich. Warum wundere ich mich da also? 40 Stück können wir hier rekrutieren. Yo! Danke. Seneschale und gesegnete Gebeine. Dann haben wir die auch schon mal. So, und jetzt müssen wir mal eben gucken. Also erstmal können wir die aufrüsten, zum Teil zumindest. Da fehlt jetzt aber ein bisschen Geld. Nein, will ich nicht. Hier wollte ich mich mir jetzt einmal anschauen, wo hier der Unterschied ist. Also, da ist auf jeden Fall der Grabstein größer. Wir haben hier zweimal Zerstörungsessenz, hier auch zweimal. Wir haben hier 65 Leben und hier haben wir 90 Leben. Hier haben wir 14 bis 16 Schaden und hier 18 bis 20. Initiative 34, hier 33, steigt also nicht wirklich. Aber wir haben hier eine Fähigkeit, eidgebundenen Opfer. Eine Einheit opfern und einen zeitweiligen eidgebundenen mit 15 Einheiten davor herbeirufen. Okay. Ja. Kann gut sein. Und dann haben wir die Gespenster, die kennen wir ja schon. 13 bis 15, 40 Leben. Seneschale 60 Leben, 18 bis 22 Schaden. Initiative eher gering. Aber Arcana Essenz 2 und eine Zerstörungsessenz, das ist sehr, sehr viel. Damit kann man auf jeden Fall einiges anfangen. So, ja, wir sind hier immer noch damit beschäftigt, Ressourcen anzuhäufen. Brauchen wir nämlich. Sonst können wir... Ja, einige Kisten und Ausrüstung waren in der Nähe des umgestürzten Leuchtfeuers zurückgelassen worden, aber die Reparaturen waren noch lange nicht abgeschlossen. Ja, damit können wir aber dann wohl erstmal nichts anfangen. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Geld. Viel, viel mehr Geld. So viel steht, glaube ich, fest. Da machen wir Pestratten raus. Und hier gehen wir jetzt hier hinten hin. Schnelle Schlacht. Haben wir Verluste. 9 Ratten. Kann ich aber, glaube ich, mitleben. So. Ambertina. Erstmal den Obstgarten.
500 Erfahrungspunkte. Da ist die nächste Barrier-Siedlung. Die ist ja auch schon ganz in der Nähe. Ja, da müssen wir dann auf jeden Fall auch was machen. Einfach heißt es hier. Schnelle Schlacht. Mäh. Mach ich manuell. Wir verlieren zu viel. Wenn ich überlege, wie mächtig unsere Magie ist, wundert es mich schon ein wenig, dass wir da überhaupt irgendwie Verluste haben. Aber ich meine, gut, die haben halt eine wahnsinnig hohe Initiative, ne? Fiep, fiep. Du kannst aber auf jeden Fall die töten. So, und das macht schon mal 3 Truppenbewegungen kaputt. Dann kann der im Prinzip sich so gut wie gar nicht mehr weiter bewegen. Ne, kann er auch nicht. Dann kann er nur noch den Dude hier angreifen und das will er, glaube ich, nicht. Mal 5 weg. Ja, vor allem bist du jetzt wieder dran. Die Initiative wurde ja auch noch gesenkt und schon ist der Kampf gewonnen. Und wir haben nichts verloren. Man muss die Magie klug einsetzen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn man die Magie sinnvoll einsetzt, dann wird das was. 720. Die Ressourcen noch dazu. Und jetzt müssen wir mal gucken, das Banditenversteck würde ich auch gerne machen. Wie sieht es jetzt hier aus? Wir können das aufrüsten. Das können wir nicht aufrüsten. Da fehlt auch das aurelianische Heiligtum. Oder wir machen hier das Laboratorium hin. Ja, oder halt wirklich das wir müssen das aurelianische Heiligtum eigentlich hinmachen. Keine großartige andere Wahl hier. So, Ambertina. Pfeifferposten zerstört. Hier haben wir eine Holzmine. Und eine Goldmine. So, was machen wir mit dir? Den auslöschen, ne? Was ist mit einer schnellen Schlacht? Ist das Ergebnis sinnvoll? Das Ergebnis ist nicht sinnvoll. Ich meine, sie hat nicht so eine starke Magie wie Hilla und Ambertina. Aber ich wüsste nicht, warum wir hier so viele Leute verlieren sollten. So, generiere Essenz. Das tötet 6, das ist nicht schlecht. Ihr bleibt mal so wie, ihr bleibt mal so stehen. So, jetzt gehen wir hier hin und machen so. Der hat ja den Großteil seiner Angriffskraft eingebüßt jetzt gerade. Ja, aber da sieht man mal den Nachteil, dass die halt zuerst angreifen, ne? So, wenn wir den angreifen, müsste es aber passen. Der hat ja den Großteil seiner Kraft auch eingebüßt. Ja, also wir haben eine Legion oder eine Legion verloren. Das ist verschmerzbar, würde ich mal sagen. Wir können ja neue rekrutieren. Pro Runde kommt einer dazu. Das ist schon in Ordnung. Stufe 10. Dann machen wir mal die Ordnungsmagie auf die höchste Stufe. So, und jetzt haben wir hier natürlich die Verbindung frei, ne? Mehr Gold pro Runde.
komm, die schnelle Schlacht müsste doch eindeutig ausgehen. Alter. Mach ich jetzt aber so. So. Baria bewegt sich noch nicht so wirklich, ne? Könnte mehr sein irgendwie. So. Wir sind zurück in der Heimat. Wir müssen jetzt erstmal überall hingehen, um uns gegenseitig hier... Ah, du musst Magnolia Silberband sein. Du ähnelst deiner Mutter und sie war eine Vorkämpferin für unsere Sache. Ich möchte dich persönlich in der unsichtbaren Gesellschaft willkommen heißen. Mein Dank. Und du bist? Ich bin Ambertina. Hat Hiller dir nicht von mir erzählt? Hat er nicht. Er verbringt mehr Zeit beim Plausch mit seinen Ratten denn mit mir. Er ist seltsam, aber seine Forschung und sein Wissen haben viele Geheimnisse gelüftet. In der Tat, es war eine Herausforderung, ihn kennenzulernen, aber dich zu treffen hat mich inspiriert. Ich bin stets froh, die Gläubigen zu treffen, gemeinsam für sie. Ja, die scheinen sich jetzt erstmal so oberflächlich zu verstehen, das ist gut. Wir arbeiten ja auch noch ein bisschen zusammen, ne? Banditenversteck, einfach heißt es hier. Ja, machen wir mal so. So müsste es hinkommen. Das Layout kennen wir ja. Das ist ein erprobtes Layout. So, gehen wir mit dir mal hier hin, damit wir die ein bisschen blockieren können. Ja. So, was machen wir hier? Greifen wir den an oder greifen wir den an? Wir greifen mal den an, ne? Tot. So, du kannst den erledigen. So, was könnten wir tun? Nicht so viel, wie ich gerne würde. Wobei das ja gar nicht mal schlecht ist. So, dich ziehen weg. Er tötet unsere Ratte. Nein! Stimmt, der hat zwei Angriffe. Der Scharlatan. Ja, bei Bruder Hiller werden wir aber demnächst auch die Truppen aufstocken. Damit das alles ein bisschen fluffiger vonstatten geht. Gold 7, Holz 7, Stein, Bogenschützen, Gambison. Das ist insgesamt doch ganz ordentlich, würde ich mal meinen. So, wir müssen noch hier hinten hin und hier hinten hin. Ja. Das kommt immer noch nicht ganz hin. Ich habe das Gefühl, Baria wird demnächst an unsere Tür anklopfen. Ich meine, grundsätzlich können sie das auch. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Da können wir 5 einberufen. Können wir upgraden. Die Seneschale können wir auch dazu holen. Ich würde jetzt insgesamt lieber die Seneschale, wenn ich die Möglichkeit habe, als einzelne Stacks machen, wegen der Essenzen. Ja, wir müssen insgesamt mal gucken. Insgesamt müssen wir dann nochmal gucken. So, hier die Gelehrten verpflichten. Und auch das aurelianische Heiligtum verbessern, damit wir Eidsänger und Nekromanten bekommen. Das sind ja auch die Verbesserten. Und nun bekommen wir hier insgesamt schon ordentlich was geboten. Also das Einzige, was wir jetzt hier nicht haben, sind die Ratten und die Toxikologen. Obwohl ich die so toll finde. Müssen wir dann mal gucken. Genau, wir müssten jetzt erstmal noch hier lang. Schadenszauberresistenz ist nämlich... Oder Zauberschadensresistenz ist schon wichtig. Mit dir können wir da unten hingehen. Und Ambertina, du kannst gleich mal Bruder Hiller treffen. Falls er sich überhaupt für dich interessiert. So, und das war jetzt ja alles für uns auch bisher nur der Anfang der Karte. Oh, Ambertina, du bist hier, um mir zu helfen, nehme ich an. Nein, ich bin hier, die Wünsche der Kaiserin zu erfüllen. Ja, ja, das meinte ich auch. Sicher. Natürlich, welchen Dienst können wir der Kaiserin erweisen?
die Leuchtfeuer beanspruchen, die die Barianer für uns repariert haben, und schau, ob du einen von ihnen dazu bringst, sich uns anzuschließen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Gemeinsam für sie, Bruder Hiller. Gemeinsam für sie, Schwester Ambertina. Ja. Der Konkurrenzkampf zwischen denen ist schon ein bisschen bescheuert. Aber gut. Wenn sie halt so sind, dann sind sie halt so, ne? So, Bruder Hiller kann dann als nächstes hier oben das für uns einnehmen. Und du kannst das für uns einnehmen. Und dann müssen wir mal gucken. Hier können wir auch Truppen rekrutieren, das ist gut. Aber hier drüben können wir die Ratten nicht rekrutieren. Im Grunde wäre es hier sinnvoller, wenn wir das wegnehmen und stattdessen einen Sammelpunkt hier haben. Ein Sammelpunkt in jeder Stadt zu haben, ist, glaube ich, insgesamt gar keine blöde Idee. Aber naja. Baria hat sich gerade... Nee, das ist Rana. What the fuck? Haben wir Baria und Rana als Gegner? Also auch wirklich als Computerspieler. Als KIs. Ich würde mal vermuten, ja. So, wir können hier jetzt rüber und könnten rekrutieren. Und zwar reichlich rekrutieren. Reichlich rekrutieren. Okay, hier machen wir mal wieder zwei rein. Dann finde ich die Seneschale noch ganz gut. Gut. Ambertinas Truppen sind ja jetzt auch nicht so schwach. Das ist insgesamt schon alles ganz ordentlich, was wir hier haben. Die Ratten versammelten sich in der Nähe, als könnten auch sie ihre Gegenwart spüren. Hiller räusperte sich. Nachfahre, Doktorin Majata hat meinen Eid abgelegt. Sie hat Drachen erblickt und wurde von Rana-Hütern besiegt. Pah, sie ist keine richtige Doktorin. Sie war mal eine Toxikologin. Nachfahre, die Rana sind eine ernste Bedrohung. Du musst die Leuchtfeuer erobern, um sie alle zu besiegen. Oder besiegen zu können. Um sie aufzuhalten. Diese Drachen, wo haben sie sich versteckt? Im Inneren der Rana. Sie entwickeln sich weiter, deshalb haben wir versucht, die Ethdra auszurotten, um die Rana immer in Schach zu halten. Aber unsere Pläne sind gescheitert und sie sind mit großer Wut erwacht. Großer Wut, sagst du? Keine Sorge, du hast uns große Stärke verliehen und wir werden mit ihnen fertig. Ich mache mir keine Sorgen um dich, Nachfahre. Ich muss meine anderen Hüter suchen. Alle müssen von der Bedrohung erfahren. Andere Hüter? Andere Hüter? Wer denn noch? Wir werden es erfahren. Aber erstmal werden wir hier noch ein bisschen aufräumen müssen. Da sehe ich ein weiteres Leuchtfeuer. Und hier oben muss auch noch einiges geschehen. Hier sind ja zum Beispiel Drachen. Das wird nicht einfach werden. Das wird nicht einfach werden. So, was brauchen wir nochmal? Wir brauchen Stein noch 6 und Holz noch 15. So, jetzt haben wir allerdings zu wenig Gold. Egal, das kommt schon noch. So, wir gehen nach hier hin. Unbedeutend. Zielt! Die Untoten kommen aus allen Richtungen. Legt die Waffen nieder, wir sollten gemeinsam gegen die Rana kämpfen. Wir haben klare Order, mit keinem von euch zu sprechen. Ihr habt die Toten auferstehen lassen, aber wir werden sie wieder unter die Erde bringen. Ja, schnelle Schlacht. Naja, gut. Kampfausbildung, Zerstörungsmagie, kommandieren. In dem Fall mal kommandieren. Und da sind weitere Eidgebundene. Hier haben wir Fähradlige und hier haben wir einen Dolch der Wut. Der könnte interessant sein. Du kannst im Grunde das angreifen. Hier steht angemessen. Sehr viele Musketiere, sehr viele Pikeniere. Aber das muss doch trotzdem hinhauen. Es wird schon hinhauen. So. Und Ambertina ist auch schon gezogen. Immer noch keine Spur von den gegnerischen Hütern, aber ist vielleicht auch besser so. Eidgebunden, gebunden zu erobern. Ich bin eine Hüterin von Aurelias Gnaden. Schließt euch mir an, um die Leuchtfeuer zu fordern und das Imperium wieder aufzubauen. Wir dienen mit Freuden, gebunden zu erobern. Nice. Thank you.
Da können wir noch mehr Stärke erlangen. Offensive. Hier haben wir Harima. Sumpfkreaturen. Was ist mit der schnellen Schlacht? 8 Skelette. Naja, wenn man überlegt, wie viele wir gerade dazu gekriegt haben, ist auch das schon okay. Und hier haben wir vor allem eine Mine, die interessant für uns ist. Ambertina sollte weiter da oben hingehen. Keine Bewegung mehr übrig. Schade. So, und hier können wir doch jetzt die höchste Stufe erreichen. Nice. Über Welle sollte man aber auch nachdenken. Einfach damit unsere ganze Geschichte hier ein bisschen besser geschützt ist. Forum der Unsichtbaren könnten wir hier machen. Damit wir ein bisschen forschen können. So, Bruder Hiller, willst du angreifen? Halte ich für keine schlechte Idee. Autsch. Autsch. Stoppt mit den Scheiß-Teilen hier. So, jetzt müssen wir erstmal dich metzeln. Gut. Gut. 60 Schaden, das ist ein bisschen wenig. Nein! Das wollte ich auch gar nicht. So eine Scheiße. Okay, jetzt müssen wir mal eben gucken. Wir könnten die vernichten. So, dann hat er noch einen. Der den Seneschal gleich töten wird. Oh, ist das nervig. Du kannst dir den schnappen. Du kannst dir den schnappen. Du kannst dir den schnappen. Dich befrieden wir. Nee, den Seneschal, den lasse ich jetzt nichts machen. Der musste das ganze Feuer auf sich ziehen, aber es war für eine gute Sache. Wir haben jetzt die Siedlung. Das wird sich auf jeden Fall auszahlen. Ja, komm. 2100. Wir kehren das Ganze, sind Stufe 16 geworden, können jetzt Abhärtung 2 machen. Truppen im Besitz erlangen plus 6 Lebenspunkte. Das ist dann vor allen Dingen, wenn man so einen riesigen Rattenstack hat, macht sich das super bemerkbar. Ne? Also 200 mal 6 Leben mehr. Das ist ja irre. Das ist auf jeden Fall irre. Okay. Das wäre dann unsere dritte Siedlung. Stufe 10. Essenzsog 3. Dreimal so viel Truppenessenz, wenn wir einen Gegner töten. Irre. Kannst du nochmal da lang gehen? Du holst dir die Mine. Und vor allen Dingen den Turm hier. Der Zerstörungsschnörkelturm. Hier unten kommen wir trotzdem nicht hin. Da ist ein Leuchtfeuer. Und hier unten ist aber komischerweise der Pfad überschwemmt. Das heißt, wir müssen hier auch wirklich durch die Bruchwildnis. Sehr spannend das Ganze. So, hier brauchen wir jetzt antiken Bernstein. Und zwar nicht zu wenig. Dann bekommen wir die Hochlegion. Die Fähigkeit Schützen ist natürlich auch ganz nice, aber vor allen Dingen ist nice, dass sie 150 Leben hat und 40 bis 50 Schaden macht. Immer noch keine gegnerischen Hüter. Das Ding gehört uns. Tschüss. Tschüss. Hier haben wir Toxikologen. Wir brauchen ein Sägewerk. Hier haben wir jetzt noch zwei kleine Baustellen. Da müssen wir auch mal überlegen, was wir machen. Man könnte hier nochmal Ratten dazu holen.
Ja, Ratten würde ich sagen, ne? Und hier passiert ja im Grunde nichts mehr. Eidgebunden, gebunden zu erobern. Gegen wen habt ihr gekämpft? Verräter, Fäh und Barianer. Schließt euch mir an, ich bin eine von Aurelias eingeschworenen Hüterinnen. Wir dürsten nach Rache, gebunden zu erobern. Wieder 40. 10 kann ich nicht mitnehmen. Ist dann so. Das alte Schlachtfeld. Wir nehmen Schimmergewebe. Wir haben immer noch keine Möglichkeit, an Schimmergewebe zu kommen. Das frustriert mich. Keine Mine, kein gar nichts. Das ist gefährlich. So, Bruder Hiller. Wollen wir erstmal hier an die Seite? Oder wollen wir nach oben? Ich will irgendwie eher an die Seite hier. Ein Stamm von Rana-Jägern. Nie wieder werden nicht länger Sklaven sein. Wir werden nicht länger Sklaven sein. Wir haben euch nicht versklavt. Zurück in eure Sümpfe. Nein, Menschen lügen immer. Wir haben keine Angst. Der Reiter ist da. Ja. Dass Rask existiert, gibt ihnen natürlich ein enormes Selbstbewusstsein. Das ist in Ordnung, wenn ich mir angucke, wie viele das hier sind. 600 Erfahrungspunkte. Holz, Stein, Gold. Noch mehr Holz, Stein, Gold. Noch mehr Holz, Stein, Gold. Guck mal hier. Antike Bernsteinmine. Das ist sehr, sehr gut. Brauchen wir auf jeden Fall. So, Rana immer noch. Keine Ahnung wo. Wir holen uns das Leuchtfeuer. Wenn du mehrere Leuchtfeuer besitzt, kannst du deine Hüter zwischen ihnen teleportieren. Nice. Das ist richtig gut. Das heißt, wir können uns jetzt quasi hierhin teleportieren. Verteidigung. Ein Artefakt. Mit dir gehen wir jetzt... Oh, hier sagt er angemessen. Vielleicht ziehen wir uns dann nochmal zurück. Und rekrutieren mal ein paar Truppen. Während Ambertina nochmal... sich ein bisschen Wissen und so holt. So, da haben wir das Forum der Unsichtbaren. Und hier könnten wir jetzt... unsere Menschtruppen verstärken. Truppenbewegung für Eidgebundene, was heißt es hier? Truppenbewegung für Legionäre und Hochlegionen. Zerstörungsessenz. Initiative, davon haben wir nicht viele. Initiative für Gespenster und Seneschale finde ich gut. Und Zerstörungsessenz für bewahrte Gebeine und gesegnete Gebeine finde ich auch gut. Nahkampfoffensive für Menschen. Fernkampfoffensive, Verteidigung gilt ja für alle. Ja, da haben wir dann schon mal ein bisschen was. Schimmergewebe und antiker Bernstein. Brauchen wir immer noch. Ja, holen wir uns doch mal hier die Mauern. Das fühlt sich einfach ein bisschen sicherer an. Und wir haben ja die Ressourcen. Ja, 2 Leuchtfeuer haben wir. 7 brauchen wir allerdings. Wir haben aber den Grundstein dafür gelegt, dass wir die Karte hier jetzt ganz gut bewältigen können. Vor allen Dingen das Teleportieren zwischen den Leuchtfeuern ist ganz cool. Wir brauchen auf jeden Fall noch wieder mehr Truppen. Hier zum Beispiel brauchen wir dann auch definitiv einen Sammelpunkt. Und dann werden wir mal gucken, was wir hier in Zukunft noch bereißen werden auf der Karte und wie sehr sich Rana dagegen wehren wird. Oder Baria. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.